Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum Finale von Rayman Legends. Ein Kleinling fehlt uns noch hier aus dieser Welt, aus diesem Level. Und ja, der ist schon ein bisschen asozial. Ne? Es war irgendwo klar, dass er hier irgendwo sein muss, aber da wäre ich nicht drauf gekommen, weil ihr seht doch selbst, da geht so eine Röhre gerade nach oben. Gerade, ne? Da geht man nicht davon aus, dass da was ist, aber die Assis haben da echt was eingebaut. Oh, schaut euch mal das an. Da fehlen mir die Worte. Und damit haben wir auch in moderne Zeiten alles. Uns fehlen noch drei Kleinlinge und die gibt es beim End-End-End-Boss bei der Mutter aller Albträume. Let's do this. Schnell noch das Bonus-Level holen. Leben und los. Oh mein Gott. Diese fröhliche Musik gefällt mir gar nicht. Oh mein Gott, sie lackiert sich die Fingernägel. Oh mein Gott. Okay. What the damn doodly do? Ach du Scheiße! Was macht sie mit ihren Armen? Oh mein Gott, ich weiß noch nicht einmal, was ich tun soll. Oh, und richtig hässlich ist, dass ich jetzt den Anfang immer und immer wieder machen muss. Ach du Scheiße. Wie gesagt, ich weiß noch nicht mal, was ich tun soll. Ja, genau! What the fuck? Ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich mach den eh nicht im nächsten Try. Ich guck mir jetzt erstmal an, was ich tun soll. Also, zuerst da. Da muss ich definitiv den Arm wechseln, weil den... Und dann muss ich da runter wahrscheinlich, dann darüber. Ah, jetzt sehe ich was. Und jetzt muss ich ihre Augen ausschlagen. Ne, ist ja nicht wirklich wahr, oder? Ach, genau! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was tun, was tun, was tun, was tun? Alter. Boah, ich muss den ganzen Boss jetzt wirklich in einem Try machen. Ich krieg nicht mal einen Checkpoint drin. Wirklich? Oh mein Gott. Also das ist schon übel. Boah, es ist vor allem so eng. Also die Augen ausschlagen, so weit, so gut, ne? So, jetzt muss ich mich... Alter, ich habe ja teilweise überhaupt gar keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ich gehe mal davon aus, dass ich mich hier mit Walljumps oben halten muss, aber dann... Wenn sie ihre Scheißhand in die Lava tut, muss ich lange genug in der Luft bleiben! Oh mein Gott! Okay, da tut... Da ist was, da ist was, da ist was, da ist was, kommt den Arm hoch! Ah! Oh, nee. Oh, nee. Oh, das jedes Mal. Das ist wirklich ein Albtraum. Ich bezweifle mal, dass ich den Boss jetzt irgendwie demnächst mal schaffen werde. Der ist echt eine richtig harte Nummer. Puh, okay. So weit, so gut, ne? So, hier den Walljump. Die Walljump-Passage ist ja auch okay. Ah, jetzt habe ich auf das Ding nicht geachtet. Scheiße hier. So, was zweimal hat sie es gemacht und dann kam schon oben. Jetzt. Okay.
Da ist der dritte. Da ist der dritte. Ah, gib mir den kleinen Ding. Oh, schnell, 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 schnell. What the fuck? Das war's? Was? Wirklich? Jetzt habe ich ja noch nicht mal 100. Weil ich den Scheiß am Anfang nicht gemacht habe. Diamond Addicted, was? Das war alles? Bronze Addicted. Silver Addicted. What the fuck? Hä, hey, nee. Oldschool. Du hast alle Kleinen gerettet. Du hast die Lichtung der Träume Frieden gebracht und den goldenen Kleinen befreit. Zu Feier des Sieges erhältst du 150.000 Looms. Ich bin the chosen one. Ah, jetzt kriege ich ja nochmal 5 Glückslose. So war das, genau. Hä, aber ich hab doch Gold gar nicht erreicht. Wie kann ich dann hier fertig sein, oder war... Hä? Ich hab hier kein Gold. Leute, das mach ich jetzt nochmal. Ich will hier Gold haben. Ich will alles bis auf die Millionen Looms haben, weil dann ist das für mich hier 100%. Vorher nicht. Weil ich die Dinger hier nicht kaputt gemacht habe, deswegen. Ich habe halt damit nicht gerechnet, dass ich es jetzt so in Anführungszeichen easy schaffe. Vor allem nur 2 Treffer halt, ne? Das hat mich jetzt schon... Das war saudumm. Hat mir jetzt ein bisschen schockiert. Weil das war ja jetzt echt gar nicht mal so schlimm. Ich meine, der Boss ist der Hammer, ne? Also da kann man nichts sagen. Vom Design her, von der Aufmachung, ganz großes Kino. Aber schwer ist irgendwie am Ende dann doch was anderes, würde ich behaupten. So, jetzt kommt nochmal jetzt ihr Ring, ne? Ja, jetzt muss ich rüber. Ja genau, weil wenn man es nämlich dann so sieht, bam, vorbei. Jetzt im zweiten Anlauf war es ja richtig easy. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich meine, musst du erstmal rausfinden, wie er läuft, aber wenn du das machst, dann ist das ja echt überhaupt gar kein Problem mehr. So, jetzt habe ich die 120. Jetzt habe ich hier auch Gold. Jetzt ist das für mich perfekt, weil jetzt bin ich nämlich auch Gold addicted. Jetzt habe ich überall... Es gibt wahrscheinlich nicht mal was extra. Nee. Überhaupt gar nichts. Ich meine, ich habe 500.000 Looms. Möchte fast behaupten, das reicht. Die Million ist einfach viel zu heavy. Das ist mir auch einfach too much. Ich hätte das Spiel seit Release täglich spielen müssen, jede Herausforderung machen. Da habe ich ja gar keine Zeit für. Jetzt machen wir noch die letzten Glückslose auf. So, da ist nämlich ein Kuscheltier. Lordos. Also 3 Kuscheltiere haben wir gesagt, sind es noch. Dann haben wir hier nochmal Looms. Ist echt krass, dass du in Anführungszeichen nur 500.000 kriegst. An Looms, wenn du 100% durch bist. Und den Rest musst du echt mit Challenges machen, das ist übel. So, hier ist Kuscheltier Nummer 2. 1 noch, in 2 Glückslosen. Panik, okay, Panik. Jo, da ist es. Das letzte Kuscheltier, das heißt in dem letzten Glückslos des Spiels wird wahrscheinlich nochmal Looms sein, nochmal eine 6er-Reihe, jo, war klar. Scratch me alle Glückslose auch damit gescratcht, aufgerubbelt. Jetzt halt kommen die letzten 3, hier Nummer 1. Hier Nummer 2, I just love them. Das heißt alle... Kuscheltiere, alle Plüschtiere habe ich zu 100% ebenfalls erreicht. Ja, wunderbar. Alle Kuscheltiere beisammen, 40.000 Looms. Das ist jetzt auch ein bisschen wenig. Ich dachte jetzt nochmal 400.000 oder so. Dann hätte ich nochmal über die Millionen diskutiert. Aber ansonsten, das ist natürlich heavy. Na, mir fehlen jetzt 440.000 Looms. Aber... Man kann definitiv sagen, wir haben alles. Ja.
Hier gibt's die 5 Goldmedaillen, 260 von 260. Hier 90 von 90 mit der Medaille und natürlich bei dem ganzen anderen Spaß auch. Warum ist hier jetzt ein Ausrufezeichen? Warum ist da ein Ausrufezeichen? Ach ja klar, weil wir ja die 700 Looms haben. Da gibt es nämlich dann den letzten Charakter, den man freispielen kann. Und das ist der goldene Kleinling, den wir befreit haben. Genau. Der goldene Kleinling. So. Damit haben wir jetzt aber wirklich alles gesehen. Also, was uns jetzt halt fehlen würde, wären alle Charaktere. Das ist aber halt, wie gesagt, also, ich find's heavy. Man muss so viel außerhalb des Spiels machen. Wir sehen jetzt nochmal hier, den haben wir noch freigespielt und den Rest. Die letzten zwei, glaube ich, sind's. Na, die kriegst du halt nur durch die täglichen Herausforderungen. Das ist mir too much. Ja, Flammenkleinling haben wir noch bekommen. Poglocks und ja, eben die letzten beiden hier. Die fehlen mir noch, die werde ich auch nie erreichen. Das ist mir aber auch relativ egal. Denn ich habe alles. Ich habe das Ding jetzt hier zu 100%. Ich glaube, da braucht man nicht streiten. Und zum Abschluss dieses Let's Plays für die 100% gibt es jetzt mit dem goldenen Kleinling nochmal das Genialste am ganzen Spiel, nämlich ein Musical-Level und davon natürlich auch das Geilste, nämlich das mexikanische Eye of the Tiger. Das war's von mir, meine lieben Freunde. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das alle nochmal mit einem Daumen nach oben bewertet. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Haut rein! Na, wirklich? Wirklich? Scheiß Drecks-PC, versaut mir hier meine wunderschöne letzte Stimmung. Fuck you. Boah, ich dachte jetzt echt, ich sterbe eigentlich noch, ne? War ja irgendwie klar, oder? Oh, war so klar, dass du mir keinen schönen Abschied schenkst. War so klar. Geil war's. Dankeschön. Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen. Das war's für diese Folge. Wenn ihr eine Menge Spaß hattet, dann gebt dem Video noch einfach einen Daumen nach oben, denn das würde mir für die Zukunft sehr helfen. Wenn ihr noch mehr Let's Plays sehen wollt, dann klickt einfach hier links auf die Let's Play Spalte, denn dort kommt ihr auf eine Playlist mit über 100 angefangenen Let's Plays. Da denke ich mal, wird bestimmt was für euch dabei sein. Und wenn ihr keine Lust mehr auf Let's Plays habt, dann klickt ihr einfach rechts, denn dort könnt ihr auf eine Playlist kommen mit unseren Real-Life-Videos, Frittieren und Co. Da werdet ihr bestimmt auch eine Menge Spaß haben, denn die Videos sind absolut abgefahren. Und wenn ihr in Zukunft den Wolfpack joinen wollt und kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt unten auf Abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.